Tag zusammen, kommt zurück in Viridis bei City Skylines und unserem Weinörtchen hier an der Saar. Ich habe dem Örtchen jetzt hier mal den Namen Saarkirchen gegeben, wegen des Doms hier, der hier steht an dieser pittoresken Einkaufsstraße. Wir sehen hier, stauen sich die Züge vor dem Bahnhof. Da müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht noch mal Ausgleichsgleis schaffen müssen. Aber das beobachten wir erst noch mal eine Runde. Ich glaube, das sollte sich ansonsten klären. Ja, die halten hier auch alle, ne? Deswegen, da ist schon ein bisschen Verkehr. Ansonsten können wir, glaube ich, hier unten jetzt unsere Wasserpumpe abreißen. Die kann weg, die brauchen wir nicht mehr. Die Überflutung haben wir gelöst. Und ja, ich glaube, dann werden wir jetzt diese Folge nutzen, die Weinberge jetzt fertig zu bauen und ja, so ein bisschen dem Bedarf des, den wir hier haben, das letzte bisschen geringe Nachfrage nach Wohngebieten noch ein bisschen gerecht zu werden. Ich habe jetzt hier die ganzen Wohneinheiten erstmal als historische Gebäude definiert, damit wir nämlich jetzt hier dazwischen noch mal diese schmalen Gebäude platzieren können. Da können wir hier dem geringen Bedarf etwas gerecht werden. Gewerblichen Bedarf haben wir ja nicht. Und dann gucken wir mal, wie weit wir jetzt in dieser Folge kommen. Wir können auch ein bisschen gestalterisch vielleicht tätig werden. Aber erstmal möchte ich jetzt hier diese Weinberge weiter bauen. Das soll die Folge werden. Ich möchte eine Sache machen. Ich möchte hier die... schau, das kann ich gar nicht upgraden. Muss ich leider einmal neu bauen. Ich wollte hier diesen Zuweg, den wollte ich mal zur regulären Straße machen oder zu diesem Feldweg. Konturen wieder aus. Also der Bedarf an, wir lassen den Bedarf an Wohngebäuden mal langsam wachsen und gehen jetzt hier mal weiter mit der Planung und dem Bau unserer Weinberge. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Idee, die ich hier hatte mit den Steinen, ob die so gut ist. Ich glaube, die mache ich ja weg. Damit wäre die verschwunden. Wir werden hier diesen Kiesweg setzen. Hintergrund für diese Straße hier vorne ist, ich möchte hier dann auch so ein paar Scheunen hinsetzen. Aber ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Wir können mal ein bisschen das hier glätten, so gut es geht. Das ist hier alles relativ steil. Aber so ist das bei der Steillage. Auch hier kaufe ich dann ein kleines bisschen Kiemgut, aber das sollte reichen. Also dann setzen wir mal hier weitere, weitere Wege. Konturen brauchen wir, glaube ich, auch nochmal. Das sind so ein bisschen entlang der Konturen hier diese Wege definieren. Gut, ja, das mit der Brücke, das gefällt mir nicht. Das können wir wieder weg. Wir können aber hier lang gehen. Das sollte ja noch gehen. Dann haben wir da nämlich auch noch eine Verbindung. Konturen nochmal an. Aber dann haben wir hier schon mal die Fußwege so ein bisschen definiert. So, dann müssen wir hier irgendwie runter. Das wird sehr steil, aber das ist bei dem Fußweg, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Also wir wollen von hier aus hier hin. Ja, das ist gut. Gut, das haben wir geschafft. Und hier noch ein paar Querverbindungen und dann können wir die Weinberge setzen. Prima.
dann setzen wir jetzt hier unsere Weinberge, indem wir hier diesen Busch verwenden. Das machen wir jetzt aber auch im Timelapse-Modus. Und haben dann einen schönen Blick gleich auf unsere Weinberge. Damit steht der Weinberg oder die Weinberge und die Zeit haben wir deswegen auch ganz gut genutzt, weil jetzt hier die Nachfrage nach Wohnraum wieder sehr groß ist. Das werden wir jetzt, glaube ich, hier direkt mal nutzen. Na, so nicht. Aber dass wir hier die Wohngebäude hier nochmal so platzieren. Dann ist es ein paar zu viel weggemacht. Die kommen aber hoffentlich gleich wieder. Gut. Interessanterweise haben wir tatsächlich überhaupt keinen Bedarf an Gewerbe. Das ist so ein bisschen schade. Hier entsteht auch noch ein bisschen Wohnraum. Da haben wir auch gar kein Gewerbe installiert. Aber gut, wenn das so ist und hier genug Jobs vorhanden sind, offensichtlich ist das ja kein Problem, dann kommen wir dem Bedarf erstmal damit nach. Das ist ja kein Problem. Gucken wir mal, dass das jetzt hier sich so ein bisschen direkt an dem Krematorium muss jetzt eigentlich gerade ein Wohngebäude stehen. So, dekorieren wir gleich noch die Weinberge ein bisschen fertig und dann können wir unten in der Stadt auch noch mal was ergänzen. Aber ich glaube, das wird jetzt heute tendenziell eher eine Dekorationsfolge werden. Dass hier die Güterzüge langfahren, finde ich ein bisschen unglücklich. Lässt sich aber, glaube ich, nicht ganz verhindern. Wir können hier noch mal, ach, das ist direkt an der Brücke. So, der Bedarf geht zurück. Dann können wir noch ein paar Bäume platzieren, finde ich. Was ich auch noch platzieren wollte, vorher sind hier noch mal so ein paar landwirtschaftliche Gebäude. Wie ist das denn? Das mag er nicht, aber die, wie ist das hier mit den Scheunen? Das mag er. Die platzieren wir hier mal ein bisschen. Vielleicht können wir so ein paar kleinere Häuser setzen, quasi als Wohnhäuser hier für die Weingegend. Das finde ich eigentlich ganz charmant. Bedarf geht auch wieder zurück. Das klappt wunderbar. Dann wäre mein Vorschlag, wir dekorieren noch ein bisschen hier vorne die Weinberge und können uns dann überlegen, wie es dann weitergehen soll. Ich kann mir hier vorne mal mit den paar Tannen setzen. Wir gucken mal, nehmen wir mal hier mal diesen Waldpinsel. Also den hier nehmen wir, eine Kiefer, den Busch brauchen wir nicht. Nadelbaum 1 und 2 nehmen wir noch dazu. Schwarzkiefer, oder nehmen wir hier oben einfach. So, Autodichter, dann nehmen wir hier oben einfach einfach mal so ein bisschen Nadelwald platzieren. Ich glaube, das ist ganz angemessen. Wir können hier überlegen, ob wir hier oben auch noch ein paar Windräder installieren, aber ich glaube, das machen wir erstmal nur so, dass hier oben dieser Nadelwald existiert. Auf der Seite können wir auch noch mal was draus machen aus dieser ehemaligen Fabrik. Da müssen wir uns halt mal angucken, wenn wir uns dahin ausgebreitet haben. So, ja, das sieht doch aus wie
Eine ganz schöne Gegend. Wir können den Fußweg hier vielleicht nochmal weiter setzen. Der könnte hier nochmal ein bisschen weitergeführt werden durch den Wald. Ja, hier mit der Brücke, wieso nicht? Ja, ein paar Brücken. Das kann ich schon hoch. Hier haben wir einen Bruch drin. Da müssen wir nämlich upgraden, damit das hier besser funktioniert. Und dann machen wir hier noch die Verbindung von hier rüber. Ja, das ist ein schöner Wanderweg. Prima. Ja, dann ist die Frage, was wir jetzt dann demnächst noch machen. Ein paar größere Bäume hier noch platzieren an der Seite. Also die Frage halt, wie gesagt, was machen wir als nächstes? Wir müssen noch die, also wir wollten ja noch den das Pumpspeicherkraftwerk bauen. Das soll ja hinten in Richtung der Berge bei dem Industriegebiet. Das machen wir in der nächsten Folge. So, der Bedarf ist hier quasi wieder auf Null runter. Dann dekorieren wir mal weiter und dabei erkläre ich noch mal ein bisschen, was passiert. Ich glaube, hier können wir mal so ein bisschen die Kante so verdecken mit der mit diesem Moos, was das hier ist. Also Pumpspeicherkraftwerk, das gucken wir uns dann nochmal an in der nächsten Folge und dann müssen wir uns tatsächlich aber auch mal wieder um das Industriegebiet kümmern. Denn da drüben haben wir die Gebäude, naja, jetzt nicht lieblos, aber die einzelnen Gebäude sind so ein bisschen, naja, also die Spezialfabriken sind so ein bisschen, ruhig böse, etwas uninspiriert habe ich die da noch platziert. Da müssen wir nochmal nacharbeiten, dass man auch das, eigentlich ist es dann mehr ein Dekorieren als ein sinnvolles Platzieren. Ich glaube, die Platzierung ist schon ganz gut da in dem Gebiet. Aber es ist, also da muss man ein bisschen die Logik verbessern, was die, was die Platzierung der Lager angeht, die wir dort gesetzt haben. Können wir mal einen Weg durchsetzen. Ich glaube, das wäre ganz sinnvoll, dass man hier von der Haltestelle hier vorne runterkommt. So, und dann den Zaun nochmal nachsetzen. Das ist hier dieser Zaun. Also die müssen wir nochmal einmal überarbeiten, denke ich. Können wir mal so ein bisschen die Spielplätze hier oder diese Spielgeräte ein bisschen schützen und dann die Gebäude auch vor zu neugierigen Blicken. Das gleiche hier auf der Seite, dass die Bewohner hier ein bisschen geschützt sind. Hier können wir noch mal ein bisschen, was haben wir hier, ein paar irgendwelche Plätze noch hinsetzen. Hier haben wir noch garantiert. Ein bisschen schwierig, das hier reinzufuschen. Wir haben noch hier. Der passt hier mal ganz gut hin. Haben wir hier noch irgendwas? Im Park vielleicht noch. Die Parktoiletten, doch die Mager auch. Weil es eine Straße ist. Okay. Und ein Parkcafé, das kann ja ruhig hier ein bisschen off sein. Das ist doch ganz gut hier. Und dann können wir auch ein paar Bäume setzen. An der Haltestelle, das ist auch eigentlich ganz, ganz schön. Also wie gesagt, wir müssen da nochmal uns drum kümmern, um die Spezialfabriken. Denn das ist so ein bisschen verschenkter Platz. Das muss ein bisschen logischer gestaltet werden, denke ich. Das kriegen wir aber, glaube ich, ganz gut hin. Können wir hier noch ein Parkcafé, das passt ja echt ganz gut rein. Die, was haben wir hier noch? So ein, ja, was macht das denn hier mit dem Gelände? Ja, das mit dem Gelände, das, ja, das, nee, das geht leider nicht.
das auch nicht, dann dekorieren wir. Ja, da müssen wir uns, wie gesagt, nochmal angucken, was da jetzt möglich ist mit der Logik dieser Gebäude für diese Spezialfabriken, dass wir da nochmal so ein bisschen versuchen, also auch noch einen Güterbahnhof reinzusetzen, denn ich glaube, das ist noch ganz wichtig, dass wir da einen Güterbahnhof platziert bekommen, damit die Anlieferung und der Abtransport der Güter besser funktioniert. Denn die Spezialfabriken sollen jetzt ja nicht beliefert werden mit LKWs, sondern das muss natürlich in einer nachhaltigen Stadt so passieren, dass wir das mit dem Schienenverkehr machen. Dazu brauchen wir aber zwingend mindestens einen, wenn nicht sogar vielleicht zwei Frachtbahnhöfe oder Güterbahnhöfe. Das müssen wir uns dann nochmal angucken, wie wir die dann da geschickt platzieren. Das sollte aber, denke ich, ganz gut gehen. Da brauchen wir hier ein paar größere Bäume. So hier die Live Oak. Ja, aber das wird auch nochmal ein Punkt sein. Auch das gehen wir dann in der nächsten oder übernächsten Folge an. Das Pumpspeicherkraftwerk ist schnell gebaut. Da müssen wir halt nur wieder aufpassen, weil wir da wieder mit Wasser spielen. Das gibt ja immer ein paar Diskussionen mit dem Wasserstand. Gut, der Bedarf an Bevölkerung ist weiterhin klein. Von daher will ich hier vorne noch nichts dekorieren. Da will ich noch ein bisschen mit warten. Wir können hier vorne vielleicht noch mal ein paar... Wieso wird eigentlich hier der Müll nicht abgeholt? Liegt das tatsächlich daran, dass hier keine Straßenverbindung ist? Wahrscheinlich, ne? Das ist das Problem. Ich habe hier keine echte Straße. Dann müssen wir vielleicht doch noch mal hier umdesignen. Gut, das sollte jetzt aber klappen, dass jetzt hier der Müll abgeholt werden kann, hoffe ich jetzt mal. Das ist das Ziel. Ja, okay. Der Bedarf an Wohnraum steigt langsam wieder. Dann ergänzen wir das hier direkt und füllen hier nochmal auf. Schickt runter. Das könnte hier vorne eigentlich auch noch gehen. Von hier hinten an den Bahnhof gehen, das ist gut. Die Verbindung ist nicht gut. Ja, auch die macht vieles kaputt. Ja, aber hier ist ordentlich Besucherverkehr. Das finde ich wirklich prima. Das klappt gut. Und dann warten wir darauf, dass wir hier Gewerbe hinsetzen können, denn das sollte irgendwie nochmal entstehen. Das ist irgendwie schade, dass wir wirklich keinen Gewerbebedarf derzeit entwickeln, weil die Bevölkerung offensichtlich an anderen Stellen Jobs findet. Was ja gut ist, aber irgendwie nicht ganz in meinem Sinne, denn dadurch wächst der Stadtteil hier nicht so richtig, wie ich das gerne hätte. Aber gut, können wir nichts machen. Das kommt mit der Zeit. Wir haben wirklich nur hier vorne dieses kleine Café. Das ist schade. Wir können hier nochmal gucken. Angelsteg. Den können wir, glaube ich, hier. Das mag er nicht, weil das wieder zu weit weg ist. Das ist mehr als drei Felder. Das geht tatsächlich nur drüben im in dem Teil hier. So, wieso klappt das denn hier mit der Müllabfuhr nicht? Das will ich jetzt dann mal einmal klären. Denn Service Point haben wir hier. Der ist natürlich weit weg, ja. Aber da kann man doch trotzdem den Müll mal abholen. Ich glaube, das ist in Ordnung. Wer fährt hier oben lang? Ah ja, hier sind schon ein paar Gebäude entstanden, das ist gut.
Der fährt einen Jeep. Wieso fährt denn hier ein Jeep? Ja. Dann schauen wir mal. Also wir können hier vielleicht auch mal ein bisschen nachdekorieren noch. Aber ich glaube, dann haben wir es in dieser Folge auch schon, dass wir jetzt hier noch so ein bisschen abtrennen. Den Teil. Hier haben wir einen Servicepunkt. Der ist jetzt vielleicht nicht ganz so hübsch. Dann nehmen wir auch hier diesen Zoozaun. Ah, wir haben da vielleicht noch ein paar andere Serviceeinheiten, fällt mir gerade so ein. Also ein Postverteilzentrum, das verursacht sehr viel Verkehr. Das will ich eigentlich nicht. Wir könnten aber hier noch mal so einen das ist zu groß, aber da spendieren wir uns noch ein bisschen Platz. Das wäre mal so eine Park. Parkpflegegebäude platzieren. Dann kann der Zaun ja nochmal weg. Der passt hier nämlich nicht so ganz hin. Den setzen wir nochmal etwas besser von hier aus. Hier rüber. Ja. Dann haben wir nämlich auch noch das. Ich glaube, Katastrophen. Einheit, also eine Response Unit brauchen wir nicht. Ich glaube, sonst ist hier. Nee, sonst ist hier erstmal nichts Wildes dabei, was wir hier dringend benötigen. Dann haben wir das, glaube ich, ganz gut gemacht. Ja, ein paar Bäume setzen wir hier auch noch lang. Also ein bisschen als Sichtschutz. Das Recycling Center, das ist so in Ordnung. Hier kann auch noch ein bisschen was entstehen. Da müssen wir jetzt wirklich mal abwarten, dass hier der Bedarf steigt. Aber das ist leider etwas ehrlich. So, da fahren noch Müllfahrzeuge. Und hier verfolgt auch ein Müllfahrzeug unsere Straße. Wie viele Leute sind denn eigentlich dran? 7. Naja. 42 stehen hier. Die U-Bahn ist noch nicht angeschlossen. Das will ich dann noch ändern. Aber jetzt gucken, ob jetzt hier dieses Müllauto jetzt in der Lage ist, Straßenbahn zu überholen, um jetzt hier den Müll abzuholen. Das will ich mal abwarten. Ansonsten haben wir, glaube ich, jetzt hier wieder ein bisschen was erreicht. Der Weinberg ist fertig. Das sieht doch eigentlich ganz hübsch aus. So, der will zum Müllsammelpunkt da vorne fahren. Und die Polizei guckt auch nur zu, wie sich der Müll hier stapelt. Schade, der Zugverkehr läuft hier einigermaßen. Das gefällt mir ganz gut. Wir beobachten unsere zwei Müllautos. So, der fährt doch jetzt. So, jetzt biegst du hier bitte links ab. Jawohl, der Müll wird abgeholt. Das ist prima. So, da kommt noch das Postauto, noch eine Müllabfuhr. Sehr schön. So, jetzt möchte ich aber bitte, dass dein Müll verschwunden ist. Ich denke, damit verlassen wir Viridis an dieser Stelle wieder. Blicken auf unsere Weinberge und unseren modernen Bahnhof in dem pittoresken Saarkirchen, haben da links noch die Fähre, die kommt, und werden uns dann in der nächsten Folge wieder dem Industriegebiet widmen. Hier einfach weiter Gebäude platzieren, wenn notwendig und wenn wir Bedarf haben, weil interessanterweise ja gar nicht genug Jobs hier da sind für die ganzen Leute, die hier in diesen schönen Häuschen wohnen, aber das müssen sie selber wissen, denn das touristische
ist hier noch nicht fertig ausgebaut. Mit dem Blick auf den Weinberg verlassen wir Viridis. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.